So, die Heilung. Sieht noch alles recht gut aus, soweit. So, das ist okay. Da mehr davon. Euch beiden wieder einen Mana-Trank geben. Alles kein Problem. Der Zwerg ist dein Gegner. Der Zwerg ist dein wahrer Feind. Also, so. Eisschild wieder anmachen. Weniger Damage kassieren ist immer gut. Feuerflut. Okay, Biss. Und da ist mein Damage-Zeug. Weg. So, so, so. Stimmt bei allen alles, ja. Ups, das war der falsche Zauber, egal. Dann wir uns mal die Superheilung halt für die ganze Gruppe. Ist jetzt so gegen Ende des Kampfes nicht mal verkehrt. Oh, da bin ich eins zu wenig zurück. Deswegen habe ich jetzt zweimal kassiert. Heile ich mal sicherheitshalber selber. Nicht das, sondern das, das, das. Bisse, bisse. Fetzen. Feuerflut. So, machen wir das so. Heilung, Heilung, Heilung. Noch ein Mana-Trank. Mehr Eiszauber. Mehr von allem. Du kriegst auch noch einen Mana-Trank. So, sicherheitshalber jetzt noch kurz vor Schluss ein Heiltrank. Da ich ja noch so viel kleiner habe, will ich jetzt mit denen nicht unbedingt geizen. So. So rum dürfte es passen. Dürfte auch alles passen. So, und jetzt kriegt ihn bitte tot. Das würde mich am meisten freuen. Komm. Wow, wir haben ihn tot gekriegt. Die hat noch immer ein Stufe 3 Amulett. Also Talisa. Kann das also gleich hier bleiben. So, und wo geht's jetzt hier weiter?
Sehe ich nicht hier da eine hübsche Lavagrube hier unten? Ups. Ja, okay. Da hätte ich besser hingucken. Ach, hier ist eine Falltür jetzt aufgegangen. Auch gut. Jetzt sind wir auf jeden Fall auf Level 17. Okay, hier ist ein Knopf. Na, habe ich es mir doch richtig gedacht, weil hier war der Knopf. Also nicht der Knopf, sondern die komische Wand. Hier leider jetzt gerade keinen Knopf, den ich drücken kann. Oder ist das hier unten? Ah. Ja, weil hier ist das hier gewesen. Genau. Das war die Wand, die ich in der letzten Aufnahmesession gesehen habe. Und das sieht doch mir fast wieder aus wie... Okay, der Knopf ist makaber. Eine Teleporter-Nische hierhin. Ein Käfig, der weit, weit nach unten geht. Den haben wir auch immer noch nicht gefunden. So, was wir jetzt machen können, was ich schon eigentlich seit einer Weile vorhatte, weil wir ja jetzt schon Level 16 sogar sind. Hier hingehen. Die sind auf Level 10. Das heißt, wir müssen Level 12, Level 11 und Level 10 erreichen. Ja, das war dieses dunkle Level, wo wir aber hier Licht kriegen können. So, die Quicksave mal auf, sicherheitshalber. Genau, hier waren die Trolle. Macht es eher ein bisschen nervös, dass diese Tür jederzeit hinter uns zugehen könnte. Tag. War das jetzt zeitlich begrenzt oder warum? Okay. Laden. Ich habe das Gefühl, die Tür bleibt nur für eine bestimmte Zeit offen. Das wäre aber auch ein bisschen doof. So. Den Hieb kannst du dir sonst wohin stecken. Den Doppelschlag unterbreche ich. Oh, der Stampfer, der tut weh. Den hätte ich unterbrechen sollen. Gut, die Jungs können böse sein. Ich, so schwingt er gerade nur. Ja.
Oh, er hat sich geheilt. Dann locke ich den mal hier raus. Hauptsache, ich kann gegen einen Einzelnen kämpfen. Stampfer wird geblockt. Weißt du was? Du bist ein starker Gegner, also zünde ich gegen dich alles, was ich habe. Ja, schwing ruhig. Doppelschlag tut ein bisschen weh. Hieb kann ich ja super ausweichen. So. Ja, schwingen. Stampfer. Solange es nur der eine ist, ist alles in Ordnung. Wenn der andere auch noch hinten rauskommt, dann habe ich ein Riesenproblem. Au. Okay, das könnte jetzt ein bisschen unvorteilhaft sein, aber hängen wir auch noch hin. Oh, Level up von so einem Tank. Ist gut. Für dich aber erstmal was zu essen. Für dich haben wir kein Weißbrot mehr. Ja, das heißt, du bist der Erste, der einen Hähnchenschenkel kriegt, der dich fast voll heilt. Level up für ihn. Direkt die Bedrohung erhöhen oder erstmal die Ausweichchance. Ich würde sagen, dass die Ausweichchance. So, was hast du gedroppt? Nichts, was wir brauchen könnten. Das ist scheiße. Okay, das ist jetzt richtig kacke. Ich hoffe, ich habe einen Quick-Save gemacht, nachdem ich den ersten getötet habe. Und ich hoffe, ich habe einen Out-Save gekriegt, nachdem ich den ersten getötet habe. Ups. Ja, ich habe einen Quick Save. Okay. Hi. So, dem Hieb ausweichen. Tauten wir mal ordentlich. So, alles, was wir haben, gegen ihn zünden und die Heilungen raushauen.
seinen Stampfer unterbrechen. Sein Schwingen ist jetzt nicht so tragisch. Da können wir eh nicht viel gegen machen, außer das Einstecken. Sein Doppelschlag wird ein bisschen wehtun, dem Hieb ausweichen. Alles, was wir so im Repertoire haben, wieder zünden. Den Stampfer unterbrechen. Dem Hieb ausweichen, so halber. Wieder Doppelschlag. Kommt jetzt auch gleich wieder ein Stampfer, nein, ein Hieb. Jetzt kommt der Stampfer. Gut. Ja, selbst bevor wir jetzt schon Level 16 sind, sind die 15er Trolle immer noch ziemlich stark. So, Talisa hat einen Level Up. Er hat eine Heilung, verbesserter harter Schlag. Gier nach Blut, erledigten Schande, wenn das Ziel blutet. Da ich eine Chance habe, das Ziel zu bluten zu bringen, wäre das eigentlich auch nicht verkehrt. So, der Ring. Macht nur kritische Chance höher. Und Trefferchance. So, und ich höre kein Gestampfe mehr. Und ich bin doof. Das war nicht die Quicksave-Taste, das war die Quickload-Taste. Zum Glück habe ich einen Autosave wahrscheinlich nach dem Level abgekriegt. Oh Gott. Oder er lädt einfach so das Autosave. So, nur dass der Mauszeiger nicht da war. Gut. So, hier haben wir wieder Blut. Er ist nicht wirklich besser als die anderen, aber gibt mehr Rüstung und mehr Hast und mehr eine höhere Trefferchance. Also was für Talisa erst einmal. Weil bessere Helme finden wir ja selten. Gut. Ich mache jetzt mal ein richtiges Quicksave an der Stelle. Und dann, nachdem wir die Trolle getötet haben, geht's wieder nach unten und ins nächste Level weiter. Das
müssen wir nur noch den richtigen Teleporter unten finden.